Hallo zu einem Video für Reiten Basics mit dem Thema Speed Control, Tempokontrolle. Dieses sehr wichtige Thema habe ich von Zielbildern angefangen über Voraussetzungen und detaillierte Hilfengebung bis hin zu Übungsabläufen und weiteren Tipps in 4 Kapitel zerlegt. Hier erfährst du, wie du mit deinem Pferd ein starkes Team durch alle Gangarten und in jedem gewünschten Tempo werden kann. Im Trab nutze ich einmal Leichttraben für ein sehr hohes Tempo und ein tiefes, schweres Aussitzen für ein sehr ruhiges Tempo. Besonders im Galopp, der stärksten Gangart des Pferdes, ist es mir wichtig, von meinem Pferd unterschiedlichste Tempi verlangen zu dürfen. Nur so wird es mir seine gesamte natürliche Power zur Verfügung stellen, die Führung dafür abgeben und ein Verständnis für überlegtes Handeln ohne Fluchtgedanken, auch in energiegeladenen Situationen. Überprüfe dein Stop and Go auch nochmal mit Abstoppen unter Einwirkung beider Zügel und damit das geradlinige Ausbremsen. So, nun möchte ich euch gerne erklären, wie die Hilfengebungen aussehen können für die Speed Control, die Tempokontrolle in der Basis. Das Beinhöcker vergleiche ich gerne mit so Druckknöpfe einlocken und dann noch ein leichter Schenkelkontakt von Vorteil. Das Pferd weich umschließen, Schenkel sind. Und dann soll das Pferd unter mir das Tempo halten, bis ich mich wieder reinsetze, sich ein bisschen aufrichten, die Sitzbeinhöcker wieder richtig ans Pferd randrücken. Wenn ich langsamer will, könnte ich auch sagen, einen Summton. Meistens auf einer relativ großen Fläche, wie einem großen Reitplatz, einer sehr großen Halle, auf einer ebenen, größeren Wiese oder einem Feld ohne gefährliche Löcher üben. Denn ein Pferd braucht ausreichend Raum, um den Umgang mit dem Tempo im Galopp entspannt zu üben. Ich wünsche dir nun viel Spaß und Erfolg mit diesem Know-how und beim Tempospiel mit deinem Pferd. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du noch mehr lernen möchtest mit Hilfe von Videos, dann melde dich gleich in unserer Online-School an. Da bekommst du über 300 Lehrvideos zur Verfügung gestellt und noch viel detailliertere Anleitung. Wir wünschen dir viel Spaß damit.